Ein roter Planet, der irgendwo im All schwebt. Sein Name ist Farn. Und ich bin Dennis und ja, wir spielen heute weiter die Early Access Version von Plan B Terraform. Einem ja, Per Aspera-artigen Terraforming-Aufbaustrategiespiel, Wirtschafts-Industriesimulation, Logistik-Simulation. So ein bisschen à la Factorio oder Satisfactory oder wie sie alle heißen. Gemischt mit ja, Aufbau, Städtebau, wobei man überhaupt keine Städte baut, sondern man versorgt nun Städte. Wisst ihr, woran mich jetzt, wenn ich drüber nachdenke, das Spiel erinnert? Am ehesten an sowas wie Transport Tycoon oder Train Fever oder Transport Fever. Oder eben die alten Transport Tycoon Spiele. Die ja auch sich darum gedreht haben, dass man da gar keine Städte gebaut hat, sondern man hat dort Verkehrswege gebaut und Industrieversorgung sozusagen bereitgestellt. Da überlege ich gerade, ich habe auch seit längerem mal wieder so Bock auf so eine Art Spiel. Ich habe total Lust, mal wieder sowas zu spielen. Ich weiß nicht, hättet ihr auch Interesse dran, dass ich mal wieder so ein Logistikspiel spiele oder sowas, wo ich versuche, einfach ne, indirekt Städte zu beeinflussen und sowas und gar nicht selber Städte zu bauen? Ich weiß nicht, ich habe da so ein paar Sachen im Blick, also sowas wie eben Train Fever, Transport Fever, aber es gibt da auch noch ein paar andere Spiele, an die ich wohlige Erinnerungen habe. Vielleicht könnte man da ja mal so eine Art Retro-Let's Play machen zu so einem Thema. Ich sag mal Transport Tycoon und ähnliches. Da gibt es ja doch einige Sachen, die vielleicht ganz cool wären. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Interesse dran hättet. Jetzt geht's aber erstmal weiter hier drum und was tun wir hier? Wir versorgen New Paris, unsere Hauptstadt, auffahren mit Stahlbeton und Sauerstoff und zwar mit ausreichenden Mengen davon. Aktuell leider nur so halb. Wir haben nicht ganz genug Stahlbeton. Da müssen wir nochmal schauen. Es kommt an sich regelmäßig neuer Stahlbeton. Hier fast jeder Truck hat das Zeug geladen. Aber ich denke, wir müssen hier nochmal ein paar Trucks losschicken. Und zwar nochmal einige, damit hier einfach mal die Versorgung gewährleistet ist. Ja, das ist einfach auch eine sehr lange Strecke. Es ist klar, dass das vielleicht dann doch ein bisschen schwieriger ist. Was wir mal machen könnten, wäre vielleicht neue Autos herstellen. Wobei, hier stellen wir ja schon Lastwagen her. Zwar nicht besonders schnell, aber wir haben halbwegs genug Lastwagen, glaube ich. Wir haben aktuell 26 noch verfügbar, das ist erstmal in Ordnung. Da brauche ich auch nicht jede Minute irgendwie neue. Ich hätte nur gerne, dass hier mal ein bisschen mehr Stahlbeton ankommt, weil wir liefern das halt nicht schnell genug nach, habe ich schon das Gefühl. Ah, jetzt sind wir bei 100%. Wir müssen ja die Stadt noch ein bisschen wachsen lassen und die wächst ja nur, wenn sie mit 100% versorgt ist. Sauerstoff haben wir genug aktuell, aber da produzieren wir ja auch mit 6 Atmosphärenextraktoren. Die Temperaturen steigen übrigens schon spürbar. Also wir sind hier schon knappe durchschnittlich 4 oder 5 Grad höher als am Anfang des Spiels, weil wir eben den Treibhausgasdruck seit letzter Folge ordentlich erhöhen. Wir machen da ordentlich Druck, würde ich mal sagen. Buchstäblich. Hier kommen jetzt die ganzen LKWs, die ich eben losgeschickt habe mit dem Stahlbeton. Das heißt, da sollte sich dann die Versorgungslage hier in der Stadt mal deutlich verbessern. Die Hightech-Teile, da irgendwie kommen auch keine mechanischen Teile mehr an, beziehungsweise nicht mehr besonders viele. Die müssten ja von hier oben kommen. Ja, da kommt mal wieder einer. Ich würde mal ein weiteres Lager hier noch bauen, wo wir auch Hightech-Teile hinlegen, weil irgendwie haben wir hier so wenig, haben wir hier keinen Platz mehr. Warum kommen denn eigentlich so wenig Dingsteile hier an? Weil wir so wenig LKWs haben, ne? Das ist alles nur eine Frage des Transports, nicht der Produktion. Produziert wird genug. Wir haben doch noch Hightech-Teile zu Hause. Liebe Kinder. So, 988, 89, 90, genau. Ich habe es ja vorher gesehen, sobald die Versorgungslage gut genug ist, wird die Stadt auf 1000 Einwohner wachsen. New Paris erreicht die 1000. Sehr schön. Erhöhe die Temperatur um 10 Grad. Wir haben jetzt Metallabfälle, Stadtabfälle, Abfallentsorgung, Recycling Center. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt vermutlich
Die Stadt, also wir müssen die erstmal noch mit Hightech-Teilen versorgen, das ist ja schon mal etwas. Vermutlich produziert die Stadt jetzt auch irgendwie Abfall, genau. Städtische Abfallentsorgung unzureichend. Wie machen wir das denn am liebsten? Dann gucken wir doch mal jetzt. Kann ich jetzt hier so ein Lager hinbasteln, wo dann irgendwie der Abfall abtransportiert wird? Warte mal. Ich würde jetzt mal vielleicht hier am Rand das machen. Geht das irgendwie, dass man das so macht? Also Abfallentsorgung, dafür brauchen wir jetzt erstmal Beton. Dies muss erstmal hergestellt werden. Dann bauen wir jetzt erstmal einen Abfallentsorgungsdingsi. Können wir das hier in Auftrag geben? Abfallentsorgung. Genau, das funktioniert. Da brauchen wir nur Beton für. Das ist einfach. Hier brauchen wir Beton und Hightech-Teile für. Ach, come on. Ach, come on. Das sind doch jetzt zwei Sachen, die wir wirklich nicht nebeneinander irgendwo haben. Recycelt die Abfälle aus der Stadt. Was ist das? Abfälle aus der Stadt müssen abtransportiert und recycelt werden. Wir brauchen also beides, will das Spiel mir damit sagen, oder? Gut, das heißt, wir stellen jetzt erstmal hier so ein Abfallentsorgungsding her. So. Und wir versorgen die Stadt weiter mit Hightech-Teilen. Wir brauchen aber auch Hightech-Teile. Hier oben. Denn wir wollen ja hier in einer Fabrik. Stellt man die in der Fabrik hier oder in einer weiterentwickelten Dingsie? Mal, wo stellt man das her? Recycling Center. Recycling Center. Okay. Das heißt, ich brauche jetzt einfach Hightech-Teile hier oben. Das heißt, wir müssen eine Transportkette einrichten von hier unten. Kann man eigentlich noch ein zweites Versorgungszentrum bauen? Ja, kann man bestimmt, oder? Und dann könnte ich ja jetzt einfach hier ein Versorgungszentrum bauen. Und dann werden die Hightech-Teile. Nee. Wieso werden jetzt wieder keine Hightech-Teile mehr gebraucht? Weil die Stadt wieder unter 1000 Einwohner gefallen ist, oder was? Aha. Ach, gemein. Jetzt kommt nämlich wieder nicht mehr genug Stahlbeton hier unten an. Scheiße. Immer das mit dem Stahlbeton. Brauche ich echt. Ach so, ich habe doch mittlerweile auch Züge, oder? Über das Schienennetz können Container auf Frachtzügen transportiert werden. Ha, das ist natürlich interessant. Okay, aber erstmal machen wir jetzt erstmal mit LKWs weiter. Das mit den Zügen gucken wir uns dann aber natürlich auch nochmal an. Jetzt brauchen wir aber erstmal eine weitere Sache. Und zwar brauche ich. Oh, es wird hier kaum nicht mehr genug Beton hergestellt. Also brauche ich erstmal noch eine Fabrik hier. So. Die Beton herstellen soll. Und das reißen wir mal ab und bauen hier so einen Kollegen hin. So. Dann haben wir nämlich da mal ein bisschen mehr Betonproduktion. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. So, was machen wir jetzt? Genau, jetzt brauchen wir hier oben, bauen wir eine Fabrik, die soll dann die Dingsies herstellen. Nee, Fabriken stellen sowas sowieso nicht her, sondern Fertigungswerke. So war das doch. Wir stellen hier ein Fertigungswerk hin, das soll ein Recycling Center bauen. Und dafür brauchen wir Beton und Hightech-Teile. Das heißt, wir müssen erstmal die Hightech-Teile hier hochschaffen. Das wiederum machen wir, indem wir ein Lager hier hinbauen für Hightech-Teile und dann eine Straßenverbindung hier planen und hier unten auch. Jetzt wäre es natürlich ganz schlau, wenn wir das so machen. So, dann legen wir ein Ziel fest, hier oben, für Hightech-Teile und dann schicken wir mal 10 LKWs los, die sollen das dann mal liefern. Und genau, und parallel können wir schon mal gucken, dass wir vielleicht
mal Schienen produzieren, woraus bestehen Schienen aus Beton und Stahlstäben. Das ist natürlich eine blöde Mischung auf eine Art. Das ist ja das gleiche wie mit dem Stahlbeton. Also eigentlich müssten wir dann gucken, dass wir das hier irgendwie herstellen. Wo stellt man das denn her? In einem Fertigungswerk? In einem Fertigungswerk? Hier vielleicht? China? Ja, das funktioniert. Okay, sehr gut. Da hätte man aber wahrscheinlich dann auch jetzt einfach das hier nehmen können. Na gut, aber wir stellen jetzt hier erst Maschinen her. Und hier können wir mal. Ach, Züge müssen wir auch noch herstellen. Die brauchen auch Hightech-Teile. Ah ja. So, aber Bahnstationen können wir hier auch noch herstellen. So, das wird auch. Das funktioniert auch. Wir haben aber weiterhin nicht genug. Nicht genug Beton. Dann können wir also nochmal hier ein bisschen zulegen an der Produktion. So, wo kommen denn jetzt mal die ersten Hightech-Teile an? Hier sind sie. Ja, da sind dann doch immer mal welche dazwischen. Genau, hier kommen meine ganzen Laster mit den Hightech-Teilen. Sehr gut. So, die Schienen, da brauchen wir dann doch wahrscheinlich eine ganze Menge, wenn wir hier so eine Verbindung bauen wollen. Weil langsam wird die Straße dann doch auch relativ voll. Muss man schon mal so sagen. So, New Paris kriegt zwar jetzt Hightech-Teile, braucht aber vor allen Dingen auch den Abtransport. Das finde ich aber ein bisschen doof, dass es hier in dieser Versorgungszentrumübersicht nicht zu sehen ist, sondern nur in der Stadtansicht. Wenn man auf die Stadt draufklickt, also auf irgendein Stadtgebäude, dann sieht man ja, dass die Abfallentsorgung unzureichend ist. Das finde ich ein bisschen ärgerlich. So, da wird nämlich auch schon das Recycling Center hergestellt. Das ist sehr schön. Dann könnte man ja jetzt eigentlich hier mal probieren, so eine Bahngeschichte hier zu machen. Wir brauchen aber noch Züge. Wo stellte man nochmal einen Zug her? Mal. Abfallentsorgung, davon haben wir jetzt 15, das müsste eigentlich reichen. So, der braucht mechanische Teile und Hightech-Teile. Also was wir jetzt hier haben, sind Hightech-Teile. Wir haben aber hier keine mechanischen Teile. Die mechanischen Teile, die werden hier drüben hergestellt. Nee, Stahlstäbe. Mechanische Teile, genau, die werden hier hergestellt. Aber da dann auch direkt wieder verbraucht. Das heißt, wir stellen hier jetzt, würde ich mal sagen, keine Züge her. Das ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Sondern hier stellen wir jetzt einfach mal gar nichts her. So. Stellen wir gar nichts her. Wir brauchen jetzt hier die Recycling Center. So, was machen wir jetzt? Kinder, was machen wir jetzt? Also, wir müssen jetzt irgendwie die Hightech-Teile mit den mechanischen Teilen zusammenbringen. Haben wir denn hier in der Mitte vielleicht beides? Nee, hier haben wir nur Polymer, ne? Polymerstäbe und Aluminiumstäbe theoretisch. Wobei Aluminiumstäbe kommen hier gerade nicht so richtig viele an. Die kommen ja von hier unten. Da könnten wir sicherlich noch mal ein paar LKWs losschicken, einfach nur damit die Versorgung da besser wird. Oh, hier ist ja richtig was los. Das kriegen wir alles gar nicht abgeladen. Also wir haben hier so viele mechanische Teile, dass es ja eigentlich total cool wäre, wenn wir die jetzt auch noch nach hier oben transportieren könnten, nach New Paris. Dass wir die nicht nur hier verbrauchen, sondern auch noch nach da oben bringen. Dann würde ich vorschlagen, machen wir das doch. So, die Straße hier, die können wir hier einfach weiterführen. So, dann lassen wir die hier parallel laufen. Zack. Und dann schicken wir hier eine. Achso, wir haben hier oben noch kein Lager ausgewählt, ne? Dann mache ich hier nochmal ein extra Lager. So. Langsam haben wir auch genug Schienen, dass wir demnächst mal Züge bauen können. Ich nehme an, in der nächsten Folge vermutlich.
Das werde ich jetzt nicht hier noch so dazwischen schieben irgendwie. Genau, dann transportieren wir hier die... was war das? Mechanische Teile nach oben. Und zwar mit erstmal 10 LKWs und dann schicken wir gleich nochmal welche. So, dann haben wir hier nämlich beides. Dann haben wir hier Hightech-Teile und mechanische Teile und können damit dann Züge bauen, würde ich sagen. Genau, mechanische Teile, Hightech-Teile ist alles da. Hier brauchen wir das Lager für die mechanischen Teile. Schicken wir nochmal 10 LKWs los. Und dann müssten wir hier Züge herstellen können. Und dann können wir nämlich nächstes Mal mal anfangen, bestimmte Verbindungen durch Züge zu ersetzen. So, jetzt will ich aber erstmal den Abtransport hier möglich machen. Und zwar brauchen wir dafür die Abfallentsorgung. An sich müssen wir da ja gar nicht... Also wir müssen es ja jetzt nicht weit weg transportieren, oder? Die können wir ja einfach irgendwo hinbauen. Dann würde ich jetzt einfach hier eine Abfallentsorgungsding sie hinstellen. Da wird Abfall produziert und dann transportieren wir den jetzt einfach nur ein paar Meter weit, oder? Würde ich sagen. Kann man Abfall lagern? Mal doof gefragt. Abfall, Abfall, Abfall. Metallabfälle. Na guck. Na guck. Dann könnte man ja theoretisch jetzt einfach hier auch direkt die Entsorgung hinstellen. Ich muss das ja nirgendwo hinbringen, oder? Guck mal, die produzieren dann direkt was. Ist ja interessant, dann sollen die mal Stahlstäbe da jetzt einfach produzieren. Ist jetzt nicht so verkehrt. So, dann haben wir auch noch Stahlstäbe hier in der Nähe der Stadt. Ist ja ganz praktisch, dann kriegt man da ja auch tatsächlich was bei raus. Können wir dann einfach hier mal eine Fabrik noch hinstellen, die irgendwas herstellt? Ne, Fabrik, nicht Fabrik, wie heißt das? Fertigungswerk. Ein Fertigungswerk. Irgendwas, was nur Stahl kostet. Stahlstab, Extraktoren. Einfache Depots. Fabriken brauchen. Dann machen wir einfach mal ein paar Extraktoren, sollt ihr dann daraus herstellen. Damit das Zeug hier einfach mal verbraucht wird. So. Und damit wächst die Stadt weiter, würde ich sagen. Und wir sind auch schon bei 7,8 Grad, die wir zugelegt haben hier. Wir haben wir denn schon Züge? Sieht man das irgendwo? Das sieht man nirgends, ne? Wo man Züge hat. Bisschen schade. Da kommen die mechanischen Teile. Sehr gut. Es ist halt eine sehr lange Strecke, muss man schon mal dazu sagen. Also wundert mich jetzt nicht, dass das hier ein bisschen schwierig ist. Wieso haben wir eigentlich die mechanischen Teile hierher gebracht? Achso, weil ich hier was hergestellt habe, nämlich Atmosphärenextraktoren. Können wir ja noch ein paar mehr herstellen. Einfach nur, um den Stau hier mal aufzulösen. Beziehungsweise da können wir ja einfach die LKWs mal rausnehmen. Wir können ja hier mal einfach nur 2 LKWs lassen, die hier transportieren sollen. Und die restlichen LKWs packen wir alle in die andere Verbindung rein, die nach New Paris fährt, weil das brauchen wir, glaube ich, dringender. Dass die da vernünftig ankommen. So, und ich habe das Gefühl, wir brauchen auf jeden Fall... Boah, guck mal, was geht hier ab. Jetzt haben wir zu viel Stahlbeton hier. Würde ich nämlich fast sagen, dass wir hier mal ein paar LKWs reduzieren. Aber ich meine, solange die Stadt gut versorgt ist, ist das ja nicht verkehrt. Wir sind jetzt schon bei 1300 plus Einwohnern. 1400, das geht ja dann doch relativ fix. 8 Grad mehr. Es wird langsam wohnlich hier auf dem Planeten. So, hier werden jetzt die ersten Züge produziert. Wir haben die ersten Züge. Das heißt, ich glaube, es eignet, also bei den extrem vielen LKWs, die hier durch die Gegend fahren, eignet sich es, glaube ich, sehr gut, hier demnächst mal zu versuchen, mal eine Schiene zu verlegen. Und vielleicht machen wir dann einfach die Verbindung von hier oben nach hier unten mal eine Schienenverbindung da draus. Würde ich vorschlagen, oder? Was meint ihr? Dann ist nämlich auch die Straße nicht mehr so voll. Hoffentlich. Ach, guck mal, wie viel Müll die hier produzieren. Das ist natürlich eher unangenehm.
Was ist jetzt hier los? Der produziert Stahlstäbe. Wieso funktioniert das jetzt hier nicht mehr? Warte mal. Also der produziert Metallabfälle. Also die Stadt, meine ich. Die Stadt produziert Metallabfälle. Die werden hier im Depot gelagert. Im Recycling Center werden Stahlstäbe da. Ach so. Was? Ach so, das sind Aluminiumstäbe. Deswegen kann er nicht weiter. Ah, ich muss auch die Aluminiumstäbe hier noch irgendwo lagern. Alles klar. Das habe ich falsch verstanden. Ich dachte, er produziert nur Stahlstäbe. So. Das heißt, jetzt geht's weiter. Jetzt geht es weiter, Leute. So, haben wir denn irgendwas, was Aluminiumstäbe erfordert? Jetzt habe ich wieder eine Fabrik gebaut. Ich wollte doch ein Fertigungswerk bauen. Mechanische Teile, Stahl, Aluminium, Polymer, Beton. Es gibt nichts, was nur Aluminium braucht, oder? Beton, Beton, mechanische, Beton, Stahl, Treibhausgas. Nope. Schade. Also Aluminium werden wir nicht wirklich los. Das können wir nur irgendwo abtransportieren dann. Nun gut. 1600. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal eine Pause und nächstes Mal erreichen wir dann das 10-Grad-Ziel, dass wir den Planeten um 10 Grad erhitzt haben und bauen mal unsere erste Bahnlinie hier auf. Fahren. Und dann ist auch der Straßenverkehr hier nicht mehr ganz so belastend. Ja, dann wird das mal alles ein bisschen entspannter, glaube ich. Aber erstmal gucken, wie das mit den Bahnen funktioniert. Also da habe ich ja jetzt noch gar keine Vorstellung, ehrlich gesagt. Müssen wir mal schauen. Wir können aber hier sowieso den Verkehr noch ein bisschen entlasten. Ein paar LKWs streichen. Das sollte kein Problem sein. Gut, Leute, dann sehen wir uns nächste Folge wieder mit Plan B. Ciao!